Komm, überraschen bei dem Wolke. Wo ist er denn? Da hinten irgendwo. Was machst du über dem Meer? Wieso über dem Meer? Du bist auf dem See, soweit ich das sehe. Ich bin im See. Warum bist du im See? Ich wollte mal schauen, ob sich unter Wasser auch was getan hat. Außerdem dachte ich mir mal, eine Runde baden schadet nicht. Bist du nackt? Was? Kein Kommentar. Ich sagte, wir überraschen ihn mal. Was? ich komme hier gerade nicht so klar. Lalalalalala. Unerhört, diese Frau. Ja, wirklich. Das ist von dir einmal. Da rennt sie nackt durch die Stadt. Lässt man sie einmal allein, läuft sie nackt durch die Stadt. Alles klar. My wish are sagt man einmal, Vibe, komm, mach mal was. Und auf einmal kannst, hat man ein Bein zwischen den Beinen. Kannst machen, was du willst, gell. Es wird dann so schadenlos, so gnadenlos ausgenutzt. Aber ich hab hier... Mann, ich bin hier gerade ein bisschen überfordert. Aha. Ich will mir gerade mal dieses Set hier zusammenstellen. Sonst bist du immer einfach nur zu den gelben Punkten gelaufen, hast da deine Quest beendet und jetzt laufe ich zu gelben Punkten, da ist nichts. Ich nehme hier erstmal ganz, ganz viele Quests wieder mal an, um mich später dann wieder drüber aufzuregen, warum ich denn auf einmal so viele Quests habe. Ich habe jetzt erstmal eine andere Ausrüstung mir zugelegt. Ich weiß zwar, dass die hier besser ist, liebe Freunde, aber ich finde die wesentlich cool. Das kann ich ja umtauschen, das ist kein Problem. Das sieht man ja nicht. Auch das kann ich umtauschen. Aber das Kleid will ich anbehalten. Yay, ich habe endlich wieder ein schönes Kleid. Woo! You've come to the right place. Hat mich jetzt zwar ein bisschen meiner Attributspunkte gekostet, so ein Spaß, aber egal, ich habe ein schönes Kleid. Typisch Frau. Naja. Hauptsache schick. Bindungen erstellt mit Urstern. Ich habe überhaupt keine Bindung erstellt, keine Ahnung, was du willst. Wenn ich da wieder nicht schick für ihn aussehe, dann höre ich da wieder rum am Ende des Spiels. Ne? Dann geh um zu, du hast dich gar nicht hübsch gemacht für mich. So ist er. Quatsch, sowas würde ich nie machen. Wollen wir dann losziehen? Ja, Frage ist jetzt, was machen wir? Also ich habe jetzt ganz, ganz viele Quests. Auch ganz viele hier direkt dran. Zum Beispiel muss ich ein hübsches Paar. Nasshofkrieger und was hast du auf dem Kopf? Ist das aus einem auf Lady Gaga oder? Das ist ein Helm, aber das sieht ziemlich scheiße aus, wenn ich drüber nachdenke. Aber ich kann das ja auch ausblenden, alles da. Ich muss zum Beispiel Elchsfell besorgen, Wolfspelz und hast du nicht gesehen? Das ist ja alles in der Nähe. Ist die Frage, was wollen wir machen? Also ich würde jetzt erstmal den Palpa-Hauptmann tot machen. Okay, dann fühl mich mal. Erstmal habe ich ihm meinen Drachen ins Gesicht geklatscht und jetzt geht's los. Ja, jetzt ist blöd mit Fliegen, ne? Ich habe hier nur einen Laufdrache und einen Gleitdrache.
Sagt dir an Zustände vorbei. Also hier sind die ganzen Viecher, die ich jetzt so töten müsste für die Wolfsfälle und so, aber egal. Machen wir später. Lalalalalala. Ich glaube, wir sind hier lang. So. Ich frage mich aber, hast du auch noch dieses Himmelshauer Notversammlungsquest? Ja, irgendwo habe ich das noch. Folge mich. Ja, wir müssen darüber. Auf die andere Seite. Ja, macht sich mit deinem Drachen natürlich voll geil jetzt, ne? Kann ich mir auf die Windmühle draufstellen? Es geht einfach durch mich durch, ne? Warum auch nicht? Warum nicht? La 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 la. Na, warum kann ich denn da nicht hoch? Gibt's nicht. Also ich warte im Lager auf dich. Ja, bin auch bald da. Es sieht sehr gut aus, du bist auf jeden Fall schon mal noch nicht mal auf der Brücke. Doch, jetzt. Da sieht man ihn anzwitschen. So, dann folgen wir mal. Jetzt fliegt er wieder. Oh, hier ist auch wieder eine Quest. Pit Geiger. Jetzt fliegt er wieder. Aber wir waren doch da unten, waren wir doch alle schon. Ja, ich dachte auch, dass ich das Quest schon habe, aber anscheinend doch nicht. War doch alles schon gemacht. Naja, egal. Machen wir es halt nochmal. Ich finde, wir sind ein tolles Team. Tolles Team. Auf jeden Fall. Ist hier, oh, eine andere Zauber. Was wolltest du gerade sagen? Gehst du mir fremd? Nein, also wo bist du denn? Guck dir diese. Was? Nein, meine ich. Lalalalalala. Also theoretisch müsste es hier sein. Ja. Ja, das Vieh ist Kommandant Piper. Das war doch da, wo dann immer und immer wieder diese Ratten kamen. Ja, genau das. Ja, und das ist schon wieder so ein großer Drache, das haben wir doch alle schon gemacht. Oh. Go, go! Oh mein Gott, voll oben. Da oben ist Kommandant Piper, müssen wir den erst... Wir müssen erst die Viecher im Blatt machen. Ah, das hat sich auch geändert, okay. Nee, das war vorher schon so. Ich bräuchte echt Hilfe hier. Ich bin gleich tot. Wo bist du? Alter! Alter, die halten aber auch aus, du! Mann! Ich bin gleich tot! Könntest du mal eventuell diese ganzen Viecher, die mich da verfolgen, killen? Ja, eben mal so. Die Attacke, die bei allen anderen Viechern bisher die Hälfte vom Leben weggezogen hat, nimmt hier vielleicht ein Viertel weg. Alter. Oh Scheiße, jetzt habe ich den Drachen getroffen. Fuck! Hilfe! Wenn das mein einziges Problem ist, guck mal mein Leben an. Viertes Drachenversuchsobjekt. Heiltränke, sehr schön.
So ist schön, wenn der Drache da stehen bleibt, kann ich ihn jetzt in aller Ruhe töten. Du bist ein braver Drache, meinst du, oder was? Sieht so aus, ja. Okay, ich habe... Okay, ich kann Kommandant Papa erledigen, aber... das wird heftig, ich habe kaum noch Leben. Ja, dann warte auf mich, nimm bis dahin Heiltränke. Ja, ich nehme doch Heiltränke. Aber mich verfolgen ja auch ein paar Viecher. Ah, töte den scheiß Drachen. Oh mein Gott. Töte diese Viecher, ihr tötet diese Viecher. Ich will nicht mehr, ist alles scheiße. Aua. Die halten aber auch aus, die Viecher, ey. What the fuck? Ja, die haben auch alle neue Attacken, so wie mir das aufgefallen ist. So, und jetzt kommen die Kommandanten, jetzt den Kommandanten. Hier ist er, go, go. Ich seh ihn nicht, wo ist er? Hier, bei mir. Oh, nimm mal besser einen Zaubertrank. Oh, ich glaube, ich helfe dir mal bei den Kürbiswachen, weil der Typ greift mich irgendwie nicht an. Ja, weil ich ihn zuerst gefokust habe, aber... Nee, der greift gar keinen an. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ich hab mal hau den nicht mal einen Tag, dann können wir abhauen. Hau einfach den Kommandant tot, schnell! Grünflügel Kampfbogen. Ich hoffe, sie noch was für dich an. Macht weniger Schaden, nehme ich trotzdem erstmal. F8, gell? Ich habe keine Ahnung. Nee, jetzt hast du den. Scheiße, okay. Naja, egal. Egal, kannst du auch verkaufen. Kriegst du nachher wieder. Dein Geld ist auch mein Geld. Nee, guck, ich hätte ihn verkauft. Guck mal hier. Beschwert sich hier die ganze Zeit, oh, ich hab so wenig Leben. Und dann, oh, guck mal, der Drache, lass den Drachen angreifen, hey. Guck mal, der Drache geht doch viel einfacher, die kriegt nicht alleine, du, da brauch ich dich nicht mehr dazu. Warum ist der Drache so schwach und der Rest so stark? Das ist unlogisch. Stimmt allerdings. Siehst du? Ich würde den gern zähmen. Du kannst ihn ja an den Zähnen fassen. Oh Mann. Ich habe immer noch nicht die Medizin. Hier muss irgendwo eine Medizin stehen. Hier, guck mal hier, du musst die Medizin mitnehmen. Die steht hier. Ah. Ist der hässlich? Ah, das ist nur ein normaler, okay. Nee. Warum kann ich denn die Medizin nicht mehr nehmen? Im Winter? Ah, jetzt. Himmelblau Medizin Nummer 17. Erhalten. Habe ich die jetzt auch wirklich erhalten? Ja. Der Himmel ist gar nicht blau, das ist so die Ozonschicht, die alles blau aussehen lässt. Bla bla bla. Was? Boah, ist das besser wissen mal keiner. Aber hier ist trotzdem immer noch ein gelber Punkt mir angezeigt. Guck mal, hier ist eine nackte Frau. Was ist denn da? Lecker. Ah! Hä? Goblin. Goblin Rucksackdiebe? Was muss ich denn jetzt machen? Du musst doch mal zurückkommen. Du musst irgendwelche Töpfe jetzt tot machen. Ich glaube, du hast hier ja, das ist nämlich auch noch hier unten. Ach komm, lass mich doch in Ruhe, ey. Was wollt ihr eigentlich alle? Stoß alle Töpfe um. Einer steht da, wo wir den Drachen getötet haben. Ich bin ganz woanders. So ist die zu mir, die meine Frau, gell? Duft toll. Ich find's ehrlich gesagt ein bisschen blöd, dass man hier viele Questgegenstände in seinem normalen Inventar aufheben muss.
Ich zerhacke gerade die Suppe. Hä? Ach, ich werde angegriffen von irgendjemanden. Hab ich schon gewundert, hä? Was ist hier los? Warum kann ich nichts machen? Ich habe doch mich hässlich Alchemisten attackiert die ganze Zeit. Man greift keine Frau von hinten an. So. Au! Blöder Drache, sag mal. Es ist einfach so logisch. Wenn ich mit meiner Spitzhacke auf den Topf Suppe einhacke, dann sprengt er sich und... diese Logik kennt keine Grenzen. Kannst du auch wissen. Ach, so. Weib, wo bist du? Ich habe Brühenüberbleibsel gefunden. Bin ich nicht toll? Hatte ich auch schon. Immer rennst du weg. Bleib doch einmal hier. Ich bin doch noch in der Höhle, was willst du? Ich tue gerade mit dem Essen kämpfen, was du gekocht hast. Ich koche doch gar nicht. Ja, seit dem Vorfall nicht mehr, ne? Vollkommen richtig. Auch nicht schlecht, ich kämpfe gerade mit dem Essen, was du gekocht hast. Ich habe schon gegen zwei dieser Essen gekämpft. Sag mal! Also langsam gehen mir diese Rattenviecher hier ganz schön auf die Nerven. Ist auch geil, wie da steht, duftende Suppe, dann machst du die Suppe kaputt und es kommt sowas raus. Aber na gut. Frage ist ja, wonach es duftet. Oh, hallo Mensch! Ich will doch nur diesen blöden Topf kaputt schlagen. Die Suppe kaputt schlagen. So. Dann hacken wir mal wieder auf die duftende Suppe ein. Da kommt wieder leckere Brühe zum Vorschein, wer hätte gedacht. Also bei mir kam nur zweimal Brühe, dreimal. Bei mir viermal. So, ich hab's geschafft. Scharfe Schuppe erhalten. Was war das gerade? Ich hab die scharfe Schuppe erhalten. Upsa. Also wenn das nicht braun wäre, sondern weiß, dann würde ich dieses Kleid lieben, ey. Ich würde es nie wieder ausziehen. Das würde richtig genial aussehen, mit so einem weißen Kleid voll zur Haarfarbe so. Tja. Mann! Habe ich das jetzt fertig hier? Am besten so ein weiß-rot, weil ich glaube, ich habe rote Augen an, ich habe auch weiße Augen. Weiße Augen, bist du blind oder was? Nö, ich finde das cool, sieht gut aus. Wenn du das jetzt, obwohl, da würde blau-weiß sogar besser passen. So ein schönes blau-weiß. Oh, toll. Bist du jetzt mal fertig da hinten oder was? Hast du schon ausgegessen? Ah, okay. Das habe ich jetzt fertig. Die neueste Mode. Pfeile im Ohr. Tunnel sind out, jetzt gibt's Pfeile im Ohr. Oh yeah. Was ist das denn?
XP-Bonus, wenn der Beziehungsstatus Freund oder höher ist. Drop-Rate-Bonus, wenn der Beziehungsstatus Freund oder höher. Leute, wir haben einen Erfahrungsbonus, weil wir zusammen in einer Gruppe sind. Als Freunde. Tada! Ja, wahrscheinlich. Was ist, wenn der Beziehungsstatus verheiratet ist? Was ist, wenn er getrennt ist? Oder geschieden? Dies und noch vieles mehr. Sehen Sie gleich bei Bam Bam Bam. Familien im Brennpunkt. Genau. Komm ich gleich mit so einem fetten Feuerballdrache und jag ihn über die ganze Map drüber. So. Ich habe hier irgendeine Quest bei Pit Geiger. I'm busy. Die Aupuria-Geiseln bringen jeden Tag Leichen nach Samorsorn. Sie machen dort Zombies und schicken sie dann nach Panyon-Stadt. Daher müssen wir die Aupuria-Geiseln natürlich bekämpfen. Aber wir dürfen nicht. Unsere Befehle sagen, dass wir auf Verstärkung warten sollen, aber das kann dauern. Ihr seht stark aus. Könnt ihr uns nicht gegen die Aupuria-Transporter und Aupuria-Lager Lauerjäger helfen? Tötet einfach 5 von ihnen, um sie abzuschrecken. Ihr wisst ja, die haben den Befehl... Haben wir doch auch schon gemacht. Die haben den Befehl... mit einer 20-Mann-Truppe auf Verstärkung zu warten. Aber da kommt eine Frau vorbei und die sieht stark genug aus, um das alleine zu regeln. Wisst ihr diese Logik manchmal in diesen Spielen? Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das schon gemacht haben. Ich habe hier noch eine Quest von Teth Rosen. Cheers. Sehr gut. Wenn wir wichtige Personen ausschalten, können sie keine großen angelegten Angriffe mehr unternehmen. Den Rest überlassen wir den Wachen und wenn sie damit nicht fertig werden, ist das nicht euer Problem. Ihr habt bereits getan, was ihr könnt. Die Himmelblumenmedizin Nummer 17 ist ein unerwarteter Bonus. Sie haben dieses Gegenmittel eingesetzt, wenn ein Experiment schief ging. Da ich auch ein Experiment durchführen möchte, könnten wir die Medizin gebrauchen. Das ist schön. Und ich kill jetzt einfach mal Apuria-Zeug. In den Kampf! Wo bist du denn jetzt schon wieder? Außerhalb der Stadt im Gefecht. Warte doch einfach auf mich. Nein! Ich will nicht auf dich warten. Ich bin mir so sicher, dass wir das schon gemacht haben jetzt. Ja, aber was bringt's denn? Ich bin mir hier langsam verarscht vor. Warum töte ich ihn nochmal? Jux und Fun war es, glaube ich, oder? Was? Warum töte ich ihn nochmal? Ich glaube, es war Spaß, oder? Ja, genau, alles Spaß hier. Niedermetzeler Spaß! Gott. Auch diese Hinterhaltbefehle, ihr habt das doch schon alles mal gemacht. Ja, keine Ahnung, das ist irgendwie... Ja, Wechselrenntransporter, ich will dich töten. Ich möchte euch noch mal einen Kampf aufmachen. Nicht anderes übrig. Noch mehr Transporter töten, oh mein Gott. Ich auf meinen Transporter zu stehlen! Typisch Männer. Ja! Ich hab den zuerst, ja, und du... Nur weil du eine größere Reichweite hast mit deinem Ding. Welches Ding meinst du jetzt? Meinst du etwa mein langes? Dein Ding langes? Na dein, mit deinen langen, steifen, weitreichenden Pfeilen. Bogen. Treib den Bogen nicht zu weit. Überspann den Bogen nicht, ja.
Ich bin schon fertig mit der Quest. Pit Geiger, not läuft. Need something? Oh ja, ich bin auch fertig. Die alten Herren in Arboran haben Angst, dass die Zombies sich weiter auf den Samor-Wasserbrücke bis nach Arboran ausbreiten. Da haben wir den Befehl erhalten, wir sollen direkt nach Samors Zorn gehen und die Apuria-Geiseln vernichten. Aber ihr seid ja da, Nermir. Danke, dass ihr die Apuria-Geiseln erledigt habt. Hier ist euer Lohn. May you never fall. Leute, schon was von einer Atombombe gehört und da ist das Problem beseitigt. Auch schön, du bist ja radikal, ne? Drastische Zeiten davon und drastische Maßnahmen. Hier eine Nuke, da eine Nuke, die Welt sieht viel freundlicher aus. Weil es sie gar nicht mehr gibt. Ja, hast recht. Keine Welt, keine Probleme. So, jetzt habe ich Touristenattraktionen und Himmelshammerversammlung noch. Ach, findet's. Ah, okay. Also ich müsste in Kappak noch ganz schön viel machen, weil ich diese ganzen Nasshofwanderer und Nasshofpeiniger und sowas erledigen müsste. Die habe ich gar nicht angenommen, also noch nicht, habe extra auf dich gewartet. So, ja, dann würde ich sagen, machen wir die jetzt, oder? Ja, das können wir gerne machen, dann muss ich erstmal zurück und alles vorlesen. Ja, ich eine halbe Stunde brauchen, bevor ich trinke mal kurz einen Schluck. Uiuiui. So. Hast du gerade eine Uhr? Ach, ich habe auch eine Uhrzeit, okay. Steht auch unten rechts im Bildschirm. Ach ja. Aber ich spiele gerade auf Fenstermodus. Ich weiß gar nicht, ob ich mein letztes Mal nicht auf Fenstermodus hatte, aber ich spiele momentan auf Fenstermodus gerade. Weil das im Vollbild irgendwie mega verzerrt aussah gerade. Machst du was falsch? Und mein Ding ist wieder viel zu groß. Ich rede natürlich von meiner Karte. Natürlich nur von deiner Karte, ja, ja. Alter, hier ist ein Mystik, verdammtes Drache, Level 20. What the fuck? Alter, ich will den zähmen. Warte. Ich kann ihn nicht zähmen, nein. Komm mal her. Schnell, guck dir das mal an. Guck dir dieses geile Vieh an. Ui, der sieht... Ich will den zähmen, so ein Scheißdreck. Ja, aber das ist ein verdammtes Drache. Warum? Was, das Gold, bitte nehmt es? Hä, was war mit dem Typen gerade los? Hast du den auch verschwinden sehen gerade? Ja, war anscheinend eine... Augenblendet. Zurück. Blinkt hier irgendwas bei mir. Okay. Wurde wahrscheinlich einfach jemand von einem Drachen angegriffen. Oh Mann, ich will so einen Drachen haben, der sah voll geil aus. So voll reich und so, ne? Sah aus wie eine Gottesanbeterin. Ja, wie so eine Zecke oder sowas, so eine Mischung. So eine Mischung zwischen hässlich und toll. Mann! Jedes Mal ist mein scheiß Rucksack voll, ey. Ich geh den jetzt erstmal ausleeren. Tom Toby! Das Nasshuf... Die Nasshufkampfschweine, die von den Goblins herangezogen werden, sind dreckig und aggressiv. Ruben, ich glaube, er meint dich. Hey, stimmt gar nicht. Nach dem Stand unserer Kenntnisse hat man schon ansteckende Krankheiten. Kann man schon ansteckende Krankheiten kriegen, wenn man ihnen nur zu nahe kommt. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, er meint dich. Ebola. Ebola. Wer es nicht weiß, Wolke ist auch professioneller E-Hack-Anbauer. Ja. Schon seit Jahren. Wir müssen verhindern, dass sie sich im Dorf Futter holen. Wir haben erwartet, dass sich die Kappa-Wildschweine sehr von den Flinkfuß-Sumpfdrachen fürchten. Ich denke, dass man ihnen ihre tierischen Instinkte zu tun und die vermeiden Orte, mit denen mit dem Geruch von Flinkfuß-Sumpfdrachen markiert sind. Das können wir ausnutzen. Die Flinkfuß-Sumpfdrachen verbreiten gewöhnlich Magensäfte, um ihre Gebiet zu markieren. Helft mir, einige Flaschen trübe Magendrachengarde zu bekommen. Ich will sehen, ob dieses Zeug wirklich die Nasshofkampfschweine verjagt. Okay, meine Vorlesen-Skills waren auch schon mal besser. Ariandanaf. Der alte Hauptmann hat einmal gesagt, Kinder sollen Erwachsene um Hilfe bitten. Alle behaupten, ihr könntet einfach alles. Also bin ich mir sicher, dass ihr etwas gegen den Streit meiner Eltern unternehmen könnt.
Mama spricht schon seit einigen Tagen nicht mehr mit Papa und weint heimlich. Ich habe solche Angst. Ich möchte nicht ohne Mama oder Papa sein. Mutiger Abenteurer, ihr könnt mir helfen, ja? Ich bin eine Frau. Okay, ich helfe dir. Klein Nana. Schlucht, diese gemeinen Jungs. Sie haben mir meine Spielzeuge und Märchenbücher weggenommen und sie überall versteckt. Wie soll ich sie jetzt bloß finden? Schlucht. Könntet ihr mir helfen, meine Spielzeuge und Bücher zurückzubekommen? Oh, es war anstrengend, der Stimme zu reden, ne? Uiuiui. Bei mir questet sich gerade alles voll. Okay, Moment, dann, ich bin einfach mal voll der Cheater. Ich weiß nämlich schon, wo das erste Spielzeug ist. Und da hab ich's. Da hinten ist Sid Claw. Ist auch schön, wie er im Stuhl sitzt. Voll geil. What's the Grafikbug, ey? Okay, na dann. Getting around all right. Ich habe dieses Gebiet bereits eine Weile beobachtet und habe noch keine Spur von Afea gefunden. An der Lösung hat sich auch nichts geändert. Glaubt mir nicht, dass er weiß, dass wir nach ihm suchen. Ich muss noch etwas darüber nachdenken. Geht einfach und macht, was ihr für richtig haltet. Die Dorfbewohner sehen aus, als könnten sie eure Hilfe gebrauchen. Und ich könnte dir immer noch etwas Leckeres essen und die Landschaft genießen. Elder Dragons, du bist ein sehr netter Mensch. Dankeschön. Warum sehen die alle Frauen gleich aus? Ah, die sehen wirklich alle gleich aus. Ich glaube, hier hat jemand 20 Linge gezeugt. Tja. Kannst du... Ach ja, man kann ja keine Leitern hochkrabbeln. Auch gerade versucht. Wolltest du auch diesen einen Turm da hoch? Und ja. Um das Spielzeug da runter zu holen? Ja, genau. Das hab ich auch gerade gemacht. Sah mega behindert aus. Das ist doch. Ich will gar nicht wissen, wie die Kinder es geschafft haben, die Spielzeuge da hoch oben zu verstecken, aber okay. Ich fusioniere hier die ganze Zeit Drachensplitter. Aber wie werden das nicht weniger? Ich habe das Gefühl, es werden immer mehr. Okay. Na, wieder ordentlich viele Monster verprügelt. Hey, wartet, ich habe Neuigkeiten für euch aus der Ladies Academy. Es geht um Trainingseffekte und die Belohnung über Drachenstudium. Ach, wenn ich euch sehe, werde ich an die Vergangenheit erinnern. Ich vermisse diese Tage, als ich mit den Drachen quer nach Aurazia gereist bin. Oh, ich hätte meinen Drachen bloß früher der Drachenevolution unterzogen. Hätten wir noch mehr Orte besuchen können. Klar, ich liebe mein jetziges Leben, aber ich fühle mich immer noch... Ich fühle immer noch dieses kleine Bedauern. Hört mir bitte zu. Solange ihr genügend Drachenruhen habt, könnt ihr das Drachennest betreten, einen eurer Drachen auswählen und mit einer Drachenevolution beginnen. Dieser Vorgang wird das Potenzial eures Drachen hervorbringen, wodurch er viel stärker wird und einen speziellen Evolutionsskill erhält. Das bringt den Drachenbesitzer wiederum viel bessere Unterstützung. Wenn ihr euer Drachen schätzt, dann lasst ihm die Drachenevolution durchleben. Das Evolutionsbildschirm öffnen, befindet sich links vom Drachen freilassen und Drachenkammer. Wie war das mit den Drachensplittern? Konnte ich die nicht auf eine Waffe draufpacken oder so? Ja, die war zur Ausrüstung, glaube ich, von Waffen. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich bin voll mit diesen, So, packen wir das hier doch einfach mal. Wie ging das?
Okay, mein Drache ist Level 10 mittlerweile. Ah! Jetzt haben wir es doch hier. Okay. Okay, ich verstehe kein Wort. Habe ich jetzt alle Quests hier eingenommen? Ich glaube schon. Meine Spielsachen, danke! Ich passe aber jetzt gut auf dir auf, damit ich... Jetzt werden wir mir hier irgendwie... nicht weniger Drachensplitter. Ja, es ist ja die ganze Zeit Macht. Ace Roxen. Verzeihung, ihr seid doch ein... ihr seid doch mit den Drachen befreundet, oder? Mein Name ist Ace Roxen, könnt ihr an der Ostküste gehen, damit Polygoplos leben und Schafzahn wiederfinden? Mein Vater ist hier Fischer und ich begleite ihn oft auf dem See. Dort draußen fanden wir einen sehr loyalen Drachenschuppenwasserdrachen. Mein Vater und ich nannten ihn Schafzahn. Schafzahn hat uns immer begleitet, wenn wir Fische gefangen haben und uns sogar geholfen, Fischschwärme in Richtung unseres Bootes zu scheuchen. Ich gab Schafzahn immer die größten Fische zum Fressen. Aber als wir letzte Woche beim Fischen waren, griff uns eine Gruppe Goblins plötzlich an. Schafzahn war ihr Vater und ich habe die Goblins abgewehrt. Seitdem habe ich Schafzahn nicht mehr gesehen. Ich mache mir solche Sorgen, dass er von den Goblins gefangen genommen wurde. Würdet ihr ihn für mich finden? Na klar, machen wir das. So, Schafzahn. Schafzahn. Okay, alles klar. Es ist schon eine Weile her, dass dieser Zornschuppen Wasser seinen letzten Atemzug getan hat. Seht euch all die Wunden an seiner starren Leiche an. Das ist natürlich nicht so cool. Vorsichtig untersucht ihr den Drachen. An seinem rechten Vorderfuß findet ihr ein kaputtes Lederband, an dem eine goldene Platte befestigt ist, in dem der Name Schafzahn eingraviert wurde. Ein paar Perlen liegen verstreut neben der Leiche. Kein Zweifel, das ist Schafzahn. Ihr habt keine Möglichkeit, die Leiche von Schafzahn zurückzubringen, da er eine so tiefe Bindung mit diesen Drachen hat, würde es den Jungen wohl noch mehr traumatisieren, wenn ihr den Armdrachen zerlegt. Das Band des Schafzahns rechten Bein würde ihm vermutlich ein von Ace Roxton angelegt. Dieses Band wurde beschädigt. Die glitzernden Perlen, die an seinen befestigten sein, die an diesem befestigt sein sollten, müssen von den umherstehenden Goblins gestohlen worden sein. Ihr fühlt Ärger darüber, dass die Goblins Schafzahns Leiche geplündert haben. Findet diese gierigen Goblins und beschafft den Besitz des Jungen und seines Drachens zurück. Na, das haben wir auf jeden Fall. Die Frage ist, welcher von diesen Goblins ist es? Wir glauben einfach auf alles, was wir finden. Das können wir gut. Oh, jetzt muss ich auch Schafzahn finden. Okay. Merkt ihr, dass sie mich einfach nachmacht? Nee, ich bin hier einfach zu so einem Ausrufezeichen gerannt. Ein unverschämter Kerl. Wenn du einfach alles ohne mich machst. Oh, guck mal, ich bin wie Jesus. Ich kann voll auf dem Wasser hüpfen. Voll cool. Voll der King. Bam, 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 bam. Ach, hier hinten gibt's auch die Goblin-Rucksäcke. Lol. Na, dann lass uns die doch gleich mitmachen. So. So, was
muss ich jetzt machen? Nass. Eine Funkelperle fehlt mir noch. Ich weiß gar nicht, was ich hier jetzt alles machen soll, aber gut. Boah, das Schwein ist mega heimlich. Das ist so peinlich. Was, du fandst die Wildschweine mega heftig? Die Wildschweine sind ein bisschen nervig. Warum? Darum! Trübe Gachen, Drachenkralle. Na, so Kampfwildschweine müssen wir erledigen hier. Säuberung des Grenzsees, okay. Willst du das gleich machen oder Ja, ich habe hier irgendwelche komischen Fragezeichen von meinen Questdinger. Ich. Gut. Ich brauche noch einen Nasshof-Wanderer, 3 Nasshof-Peiniger, 5 Nasshof-Krieger und 5 Nasshof-Bogenschützen. Wo hast du die ganzen Quests her? Die habe ich gar nicht. Frag mich nicht, ey. So, 2 Funkelperlen brauche ich noch. Eine brauche ich jetzt noch. Aber obwohl mich anschreien hier, warum ich denn wieder alles alleine mache, ne? So sind sie. So sind sie. Bin da durchgelaufen, da war ein Haufen. Ich einfach alles angenommen, was ich annehmen konnte. Erstmal sage ich dem kleinen Jungen hier, dass sein Drache tot ist. Ihr habt das Abendmahl mit den Perlen zusammen mit meiner Mutter gemacht und es Schafzahn geschenkt, als wir uns ein Jahr lang kannten. Er hat es nie verloren und selbst wenn es kaputt war, brachte er es zu mir, damit ich es reparieren konnte. Schnief. Schafzahn konnte nie wieder zurück. Danke, vielen Dank für eure Hilfe. Ich werde das Band reparieren und Schafzahn werde ich niemals vergessen. Ich bin zwar jung und meine Familie ist arm, aber meine Eltern haben mir beigebracht, meine Schulden immer zu bezahlen. Dies ist eine Kette, die Schafzahn einst auf dem Boden des Sees gefunden hat. Nehmt sie bitte. Oh, danke schön. Passt die vom Styling her zu mir? Juhu! Man sieht sie gar nicht. Langweilig. Da habe ich noch eine Quest fertig. Wie viele Goblin-Rucksäcke brauchen wir denn eigentlich so? Achte. Nerymer, dieses Osyra ist euer Freund, nicht wahr? Wir haben gerade geplaudert. Zeigt mir, was ihr gefunden habt. Hm, die Nasselfanderer gehen bei ihren Überfällen schematisch vor. Sind nur an Medizinflaschen interessiert. Sie wollen ihre gestohlene Medizin wieder haben. Ich kann verstehen, warum die Schachse darauf aus sind, das Seelenschlingerblut zurückzuerobern. Der zweite Drachenkrieg hat nicht viele Seelenschlinger übrig gelassen. Außerdem ist das Blut eines Seelenschlingers wertvoll und vielseitig verwendbar. Ihr einzigster Fehler war, dass sie sich mit uns angelegt haben. Nach dem, was ich in den letzten Tagen gesehen habe, haben die Nasshof-Goblins den Seelenschlingerblut noch nicht losgeschickt. Sie müssen sich in ihren alten Nestern in der Garoa-Mine zu verstecken. Ich bin mir nicht sicher, wie groß sie ist. Ich befürchte, ihr müsst euch von uns trennen, damit wir ein größeres Gebiet absuchen können. Geht bis zum Ende der Mine und schlagt euch einen Weg frei. Keep it guard up. Michelle Hunt. Help us. Hey, könnt ihr euch etwas Taschengeld verdienen? Ich bin Jägerin hier. Mein Name ist Michelle Hunt. Eigentlich sollte ich heute meinem kleinen Kunden Eisfell Wolfspelze besorgen. Doch diese verdammten Nasshofskoblins sind mir in die Quere gekommen. Sie haben mich nicht nur bestohlen, ich habe mir außerdem noch den Knorchel verstaucht. Ich darf meine Kunden nicht enttäuschen und hoffe, dass ihr mir bei der Jagd auf die Kappergelche und Grauwolf Alphas helfen könnt. Damit ich Leder bekomme, was sagt ihr? Ja, okay. René Marschall. Cheers. Oh, seid ihr dem Ruf eines alten Kapitäns gefolgt, uns in den Kampf gegen diese Grünhäute zu helfen? Mit eurer Hilfe können wir unseren Dorfwohnern endlich keine Angst mehr haben, jeden Moment von einem Goblin getötet zu werden. Wenn ihr jedoch ein wenig über das Dorf hinausblickt, seht ihr noch mehr von diesen grünhäutigen Viechern. Bitte helft uns, sie loszuwerden. Watch your back. Irina Parker. Hi.
Brax hat euch erwähnt und eure Fähigkeiten gelobt. Ihr habt zwar einen schlechten Frauengeschmack. Ich bin der Frau, logisch habe ich einen schlechten Frauengeschmack. Aber wenn es darum geht, Stärke und Mut zu erkennen, habt ihr ein gutes Auge. Nachdem ihr mit der Schwarznacht befreundet seid, bitte ich euch einfach gerade heraus, helft mir diese lästigen Grünhäute zurückzuschlagen. Nassos Bogenschützen und Nassos Krieger stellen für einfache Söldner eine recht große Gefahr dar. Doch ihr solltet mühelos mit ihm fertig werden. Bitte beseitigt sie. Go with strength. Jetzt weiß ich, was du meintest, dass die Wildschweine so nervig sind. So gar nicht. Außerdem siehst du ziemlich gut aus. Ne? Nur wollte ich nur mal sagen. Weißes Haar ist einfach geil. So. Achso, ich dachte, du meinst mich jetzt. Träum weiter. Aber ich hab voll das edle Gewand und so, Junge. Das ist überhaupt nicht auch gegen ankommen. Ja, auch nur, weil ich kein edles Gewand bekomme. Wirst du auch nie. Kann ich doch nichts dafür, dass das Spiel mich trollt. Nur weil ich die Frau bin. Sag mal, was... Oh, das werden hier immer mehr Gegner. Was ist das denn? Mama Maria, du Scheiße. Man kann so rübertreiben. We need your help. Armes Kind. Es hat so schwere Verletzungen erlitten und war nur kurz wach, bevor es eingeschlafen ist. Er sagte, er sei auf dem Weg nach Kapak auf eine Gruppe Banditen gestoßen. Er hat Glück am Leben zu sein. Und dieser Ort war einmal so wunderschön. Aber jetzt, nachdem der Feuchtfuß stammt. Oh mein Gott. Einen neuen Häuptling hat. Nehmen diese Grünen heute überhand. Und dann gibt es noch diese Banditen, die überhaupt in die Gesetzlosen zu sein. Selbst die Hauptstraße, die regelmäßig von den Garnison patrouilliert wird, ist nicht mehr sicher. Seht euch die Verletzungen dieses Kindes an. Es wird lange dauern, bis es sich wiederholt hat. Ich möchte ein paar Tränke herstellen, um diese Genesung zu beschleunigen. Könnt ihr ein paar Kräuter für mich sammeln? Ich benötige vor allem Lotushört, das meinem Grand See wächst. Danke. Hilfe, Hilfe. Also das Kind liegt da wie zwei gebrochene Arme und ja. Und die Frau ist größer als die Kiste nebenan. Ach, so läuft das. Ich glaube, bei der läuft gar nichts mehr. Sie zumindest nicht mehr. Lalalala. Okay. Diese Lotusherzen sehen aber mega geil aus, muss ich sagen. So, die da noch? Oh, die da noch? Und die da noch? Okay, wo bist du eigentlich? Immer noch bei diesen Nasshof Leuten. Ich auch, ich überlege gerade, wie ich hier am besten vorgehe. Blindgeschnetzel! Ich will gerade sagen, der Nasshof Hauptmann ist aufgetaucht. Oh, na toll, der steht auch noch direkt neben mir. Hey, cool. Es wäre toll, wenn uns könnten wir nämlich diesen Hauptmann platt machen. Ja, ich muss auch bei die ganzen Quests machen, die du schon gemacht hast, ich noch nicht. Nee, ich hab die auch noch nicht. Muss ja auch noch vieles machen.
Warum machst du das in die Hauptmannschaft? Weil der plötzlich aufgetaucht ist und neben mir stand. Und mich angegriffen hat. Ich habe den nassen Schatzjäger entdeckt, den habe ich noch gar nicht. Kenn ich noch gar nicht. Leute, hier liegt einfach mal Gold rund ohne Ende. Warum nicht? Also wenn du Nasso Schatzjäger siehst, da ist ein Goldberg unter den drunter, das kannst du aufheben, sind ungefähr 300-400 Gold. Okay. Muss man ihm wieder helfen hier. So. So. Oh, mein Inventar ist voll. Ja, ich kann irgendwie nicht an die Beute ran. Also ich brauche jetzt noch einen Nasshof-Krieger, zwei Nasshof-Bogenschützen. Brauche ich sonst noch was von den Nasshof-Leuten? Lass uns Bogenschütze und Lass uns Krieger, brauche ich doch alle. Ein Wanderer, ein Peiniger. Ich brauche noch schon mal ein bisschen hier. So, das war ein Wanderer, ne, ein Peiniger, ein Krieger, irgendwas war das. So, wer ist denn das? Da fliegt jetzt raus. Keine Ahnung, warum ich das nicht benutzen kann, aber wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es halt nicht. So, und jetzt brauche ich ich brauche einen Peiniger. Ey, das ist mein Peiniger da hinten. Nicht da! Den krieg ich! Ach Quatsch, ich brauch keinen Peiniger, ich brauch einen Bogenschützen. Boing, boing, boing. Boah, ich hab den letzten Schlag ausgeführt. Also ich bin jetzt fertig. Ich brauch noch drei Bogenschützen und vier Krieger. Was ist das denn? Myras Mutter? Wolke, ich hab deine Mutter gefunden. Ha, ha, ha. Hier, ich hab mal deine Krieger und so. Ja, mach ruhig. Ich guck zu. Wie viel Schaden machst du, Alter? Ha? Wie viel Schaden du machst. Also mit dem Bogen mache ich, warte. So, der Bogen. Der Bogen macht 313 bis 382 physischen Schaden und 280 bis 267 magischen Schaden. Na, wir hau einfach mal auf irgendwas drauf und sag mal, was dafür Werte bei dir rumfliegen. Bei mir sind es zwischen 270 und 400. 176, 193, 232, 187, 255. Leute, da machst du ja übelst wenig Schaden eigentlich. Ja, ja, na, bei mir kommt halt viel durch die Spezialattacken. Also, Rechtsklick, Zeugs. Du musst übrigens in die Mine da hinten rein.
Möchte Hilfe! Aber ich habe hier auch 400 noch was Angriff teilweise. Also mit meiner E zum Beispiel mache ich, habe ich gerade 1000 noch was Schaden gemacht. Okay, ich brauche noch einen Bogenschützen. Da hinten. Ja, was hast du für eine Stärke? 118. Ich habe 85. Ich könnte einen eventuell Unterschied machen. Was hast du zum Beispiel für Fokus? Fokus habe ich 61. Da habe ich zum Beispiel 89, also ah, nee, das ist halt... Ich habe sogar 130 Stärke jetzt. Intelligenz ist bei mir nicht... Intelligenz ist bei mir nicht besonders hoch, wollte ich gerade sagen. Ich habe 45. Ich habe 27. Ich bin mir die einzige Zahl, die nicht grün ist. Na, bei mir ist es auch nicht grün, aber... Ich meine, es ist aber auch so ein typischer Spruch von mir, ne? Intelligenz ist bei mir nicht besonders so. Guck mal hier, Nahkampfanführer. Oh, das Zelt gefällt mir, hier bleibe ich. Bete mich an. Dann. Bestimmt nicht. Ich denke nicht. Was willst du eigentlich in der Mine jetzt machen? Das Quest erfüllen. Ich habe Quest, das heißt, untersucht die Tortuga-Mine. Du nicht, oder wie? Nicht. Krux sagt, die Schweinden bestrafen zwei für einer Ehefrau gestohlene Spielsache fangen. Der Kunde ist König, Goblinbelästigung, Ausrottung. Der Kunde ist König habe ich auch noch, das müssen wir aber vor der Stadt machen, das funktioniert nicht hier. Dann lass uns mal in die Stadt zurückfliegen. Ich hoffe, ich bin hier. Fiel gerade neben einem Herr, der so einen Dorndrachen hat. Okay, gehe ich auch zu dem fetten Mannsweib jetzt wieder. Ach, da hast du das woher mit der Mine oder was? Ich brauche diese alle in Lotusherz. Jetzt kann ich in diesen Genesungstrank herstellen. Oh ja, diese Banditen, die ihn überfallen haben, die sind gewöhnliche Banditen. Sind keine gewöhnlichen Banditen. Wie ich schon sagte, diese Grünhütte werden immer schlimmer. Don't let your guard down. Nicht genug Platz in eurem Rucksack. Weg. Erlernen. Weg. Was hast du denn jetzt verlernt? Eine neue Schriftrolle habe ich vorhin gefunden wieder. Don't let your guard down. Hui, Level 23. Danke, Mama Maria hat mir gesagt, jetzt seid losgegangen, ja, um Kräuter für mich zu sammeln. Ich kann euch nichts dafür geben. Ich kann euch lediglich meinen Dank aussprechen. Möchtet ihr wissen, was geschehen ist? Sicher, ich erzähle es euch. Nachdem ich im Kyborg-Turm durchquert und den Anstieg hinter mich gebracht hatte, wurde ich durstig. Wie es der Zufall so wollte, lud mich dein Reisender am Straßenrand zu einem Picknick ein. Ich willigte ohne leises Verdacht ein, doch nachdem ich einen besser Wasser trank, verlor ich das Bewusstsein. Als ich aufwachte, bemerkte ich, dass ich angebunden war und von einer
Gruppe abscheulich aussehender Goblins mit Stein beworfen wurde. Dann wurde ich am Kopf getroffen und wieder bewusstlos. Als ich ein zweites Mal aufwachte, fand ich mich hier in Mama Maries Haus wieder. Bin mir sicher, dass die Goblin-Schwindler es wieder zugeschlagen haben. Aber ich will nicht, dass irgendjemand verletzt wird. Bitte haltet sie auf. Tada! Also bei mir ist es am höchsten. Von den Attributen fällt mir gerade mal so nebenbei auf die Konstitution. Konstitution. Dann ist es wahrscheinlich dein Main-Attribut. Habe ich nämlich 95. So. Hui. Cheers. Die Grünhäute sind euch wie eine Hand voll, sind für euch wie eine Handvoll Bären, die ihr in eure Faust einfach zerdrückt. Danke, dass ihr uns dabei helft, die zu erledigen. Ihr seid sehr stark, wenn ihr diese Mission einfach so erledigen konntet. Ihr habt es ihnen ordentlich gezeigt, solange jedoch ihr Anführer noch am Leben ist, wird Kapak nie wie vorher sein. Es ist ein schöner Ort, die Dorfbewohner sind nett und ehrlich und ich fühle mich hier wirklich wohl. Ihr solltet den Nassauf-Anführer für den Eingang der Mine beseitigen, dann habt ihr endlich Ruhe. Da war ich doch gerade! Was ist denn du diese Gegend für den Puppenhau? Ach, okay. Alles hey, klar. Heute ist ein toller Tag, findet ihr nicht? Ist ja das erste Mal in Kapak, haha. Ich bin zwar nicht von hier, aber ich kenne mich extrem gut aus. Wisst ihr, was besonders berühmt ist? Barbecue-Schweinefleisch. Es ist knusprig und gleichzeitig zart. Das schmeckt einfach wirklich toll. Allerdings mag ich jeder in Kapak Fisch. Oh, Leute, Goblin-Finder. Ich habe einen Goblin-Sack erhalten. Muss das sein? Wolke. Ja. Ich trage einen Goblin-Sack mit mir herum. Nee. Please rescue us. Jetzt muss ich erstmal hier die Sachen von dem kleinen Jungen suchen, weil der zu blöd ist, das selber beisammen zu halten. Ah, kein Problem. Erstens, das ist ein kleines Nein! Erstens ist das ein kleines Mädchen. Und zweitens kann es auch gerne Goblin-Sack haben, habe ich kein Problem damit. Hab dafür jetzt nicht unbedingt Verwendung. Wenn Josef. Weiß aber immer nicht, wo ich die Sachen genau finden soll. Wenn Josef wirklich etwas getan hat, das seiner Familie schadet, wird es ihm leid tun. Oh, Arion, ich habe ihm so viele Sorgen bereitet. Ja, ich glaube, mein Ehemann Josef hat eine Affäre. Es war immer ehrlich, aber ich bin letzte Zeit verhält er sich komisch. Ich habe mir erst nichts dabei gedacht, aber dann murmelte er im Schlaf, Kleines, du bist ja so nie... Da bist du ja endlich. Das hat mich zutiefst schockiert und seitdem denke ich, dass er mich hintergeht. Ich weiß nicht, wie andere Leute mit so etwas umgehen, aber es macht... Aber was mich angeht, solange ich keine zuversichtliche Antwort habe, ziehe ich es vor, meinen Freunden nichts zu sagen. Vielleicht ist es das Beste, einen freundlichen Fremden mit euch, wie euch um Hilfe zu bitten. Ich möchte, dass ihr nach meinem Ehemann Josef Torov seht. In letzter Zeit kommt er immer spät nach Hause. Wenn er zurückkommt, ist das Abendessen stets kalt. Wenn er sich mit einer anderen Frau trifft, dann bei der Fischerei, wo er arbeitet. Bitte geht dorthin und findet heraus, wer ihn verführt. Strength be with you. Okay. Saha, wie bist du auf den Turm hochgekommen? Geflogen. Toll. Macht sich ja richtig gut ohne Flugdrachen. Ja, die Quest kannst du ohne Flugdrachen nicht erfüllen. Doch, ich krieg das hin. Wart's nur ab. Mit meinem Gleitdrachen sollte es auch gehen. Might you be Osirian?
Need something? Bin ich behindert? Yep. Ich suche gerade. Warte mal kurz. Den Typen? Aber irgendwie. Aufdeckung des Schwindels. Kam gerade die Nachricht, Schatz, da bist du ja. Yes. Make it quick. I've got a bad feeling. Aber wo? Wo? So. Keine Ahnung, was passiert ist, aber wir haben auf jeden Fall das Quest gelöst. So. Lieber Neverguest, wie sieht's denn aus mit einer Aufnahmepause? Alles klar, warte ganz kurz. Er hat also einen richtigen Schatz gefunden. Ich kann es nicht ertragen, unter einem Dach mit ihm zu wohnen. Er soll seine Tage lieber mit seinem reizenden Liebling verbringen. Strength be with you. Ihr habt nicht genug Platz für meinen Rucksack. Na, klasse. Please rescue us. So. Okay, gut, dann würde ich sagen, machen wir eine Aufnahmepause. Komm mal hierher unter die Brücke, damit wir uns treffen können. Ja, wo bist du jetzt genau? Eingang zu Kapak. Ich habe mich im Gelände aufgehangen. Müsstest du ziemlich nah bei mir sein. Ja, ich war gerade bei Mama Marie. Ah, bei der Tonne. Warte. Tada! So, ich und mein Schatz gehen dann jetzt mal in die Aufnahmepause. Das sieht richtig episch aus. Mensch. Du kommst mir ziemlich nah. Tja. Passiert halt mal. Ich muss mich bei dir ausweinen. Renn nicht weg, nein. Okay, bis zum Gut. Nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.